und herzlich willkommen. Es geht weiter mit Horizon Forbidden West. Du musst da zulassen. Wie bist du unter die Tenakt geraten? Wir sind auf verblieben. Das kann ich dir erzählen. Dauert aber. Aber wie ich das sehe, haben wir wohl eh nichts vor, bis die Gesandtschaft anfängt. Möchtest du es wirklich hören? Ich schätze, wir haben Zeit. In Ordnung. Ich war bei Sonnenkönig Girans Truppen, als sie nach Westen zogen. Ich wollte das Schlimmste verhindern. Natürlich klappte es nicht. Sie begangen unaussprechliche Schandtaten und die Tenakt reagierten darauf. Als die Clans unser vorderes Lager der Zinnobersande überrannten, blieb ich zurück, um den Nachzüglern zu helfen. Und wurde geschnappt. Ich habe es ihnen nicht einfach gemacht. Und sie haben es mir auf der Reise in ihre Hauptstadt vergolten. Ich verlor unterwegs so viel Blut und war leichenblass, als sie mich zu Häuptling Hikaru brachten. Ich dachte, ich wäre tot, also ergriff ich verzweifelte Maßnahmen. Als du den Tenakt-Häuptling trafst, tatest du etwas Verzweifeltes? Ich hielt die Ohren offen, als die Tenakt mich mitzerrten. Und ich hörte von einem Urteilskampf, den sie offenbar huldigen. Also, als sie mich vor Hikaru warfen, forderte ich dieses Ritual ein, die Kohlrot. Im Glauben, ein Sieg gewährte mir einen Vorteil. Mein Leben oder sogar die Freiheit. Die anderen Tenakt heulten, aber Hikaru starrte sie nieder. Und dann fiel sein Blick auf mich. Er wusste meinen Einfallsreichtum offenbar zu schätzen. Er erlaubte mir die Teilnahme an der Kohlrot. Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand. Du sagtest, die Kohlrot ist ein Tenakt-Urteilskampf? Ja, aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Kein Zweikampf Mann gegen Mann, zumindest kein direkter. Die Beteiligten kämpfen in einer großen Arena gegen Maschinen und nur die Stärksten überleben. Glaub mir, es ist nicht einfach, sich einer Maschine zu stellen, während Hunderte um dich herum nach Blut schreien. Das ist mir vertrauter, als du denkst. Wirklich? Dann hast du meinen Respekt. Wie du habe ich den Kampf überlebt. Ich hatte auf Freiheit gehofft, doch das stand nie zur Debatte. Ich musste dem Häuptling dienen. Du hast dem Tenakt-Häuptling gedient? Die Sieger der Kohlrot müssen ihm als Marschälle dienen. Das Wort hast du schon erwähnt. Was heißt es? Das Wort selbst bezieht sich auf einen Schutzgeist aus längst vergangenen Zeiten. Konkret sind Marschälle Hikarus fahrende Gesetzgeber, teils Magistrat, teils Richter, teils Henker. Ich gehörte nun zu ihnen und diente mit Ehre, aber viele Tenakt spuckten nach wie vor aus, wenn sie mich sahen. Aber nur, bis ich sie zu Boden zwang und ihre Gesichter hineindrückte. So kann man es natürlich auch machen. Wie du bemerkt hast, ist Gewalt die Muttersprache der Tenakt. Nur mit ihr überleben. Aber die Kaja sprechen sie auch. Mehr als sie sollten. Verständlich, dass die Tenakt sie hassen. Heißt das, du bist noch immer Kaja? Ein Teil von mir, ja. Immer. Doch es gibt viel zu bewundern an den Tenakt. Besonders ihren Häuptling. Ich habe gehört, wie es vor seiner Herrschaft war. Drei Clans, immer im Krieg, ständig in Fehde miteinander. Hikaru und die Marschälle schufen eine Art Frieden. Und jetzt schaut er nach vorne. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja einmal eine Zusammenarbeit mit den Kaja. Die Kaja reden über Hikaru wie über ein Monster. Die Kaja müssen ihn verteufeln und wenn nur, weil er sie aus dem Feld gefegt hat. Ja, er ist furchterregend. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, er würde mich häuten. Aber er ist kein böser Tyrann wie der verrückte Sonnenkönig. Wenn du das Glück hast, ihn zu treffen, so wie ich, würdest du sehen, dass er eigentlich nur das Beste für sein Volk will. Hoffentlich sprichst du mit ihm. Du interessierst ihn sicher.
Gut. So war das also. Du hörst sie als erste Ostländerin. Aber nicht als letzte. Die Kaja müssen davon erfahren. Ja. Du redest völlig anders über die Tenakt, als die Kaja es tun. Freust du dich auf deine Rückkehr nach Meridian? Oh, eine Nacht in einem Federbett klingt zugegeben gut. Oder Wein trinken aus den südlichen Weinbergen. Aber ich habe ein anderes Ziel. Als jemand, der die Tenakt und die Kaja kennt, habe ich zu beiden eine fundierte Meinung. Wenn Sonnenkönig Avad einlenkt, hoffe ich auf einen dauerhaften Frieden. Die Tenakt scheinen nicht so friedlich. Nein, das sind sie auch nicht. Aber wir leben in harten Zeiten. Hikaru weiß, dass Überleben Anpassung erfordert. Auch wenn man dafür ewige Kriege beilegen muss. Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Nimm das als Beweis, dass du in die Länder der Tenakt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein? Glaubt jemanden, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Hikaru kennt den Westen besser als sonst jemand. Vielleicht kann er dir ja helfen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsclan-Banner! Marschalle, es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsclan. Und der Kommandant? Nein. Ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller 3 Clans. Dann sind es vom Himmelsclan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist hier los? Nicht allen Tenak gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann breche ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Dann warten wir, dass er hinsch ist. Die Kaja öffnen die Tore. Mit dem Geschenkli. Dem Geschenkböxli. Wie die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Regala. Hört, Marschälle! Die ihr Tenakt sein wollt! Regala. Häuptling Hikarus größter Fehler. Diese Rivalin verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Kaja! Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert! Hikaru hat uns verraten!
Die Gesandtschaft beweist es. Und ihr Marschälle seid seine Komplizen. Dafür habt ihr den Tod verdient. Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns, Verbannte. Warum hat die auf den Lanzen formieren? Sie reiten Maschinen. Wo haben Sie das gelernt? Das habe ich mich jetzt sogar gefragt. Ja, weißt du, das Eiland ist mir langsam immer unsympathisch. Komm jetzt mit uns, oder gar nicht! Schützen! Heizt ihnen ein! In Deckung! So, jetzt geht's los. Schützen! Jetzt geht's auch. Wehrt sie ab! Komm! Flankieren! Zu den Karja! Überrennt sie! Kein Ziel! Was war das? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Hey! Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! Ja, jetzt geht's los. Bleibt in Deckung! Schützen auf dem Felsgrat! Wir wurden entdeckt. Oh, jetzt fühlt sich nicht viel. Maschinen helfen ihnen auch nicht. Der nächste Schuss!
hinstellen. Nein! Nur noch wir beide, Val. Wir packen das! Ein Kampf bin. Ja, genug! Aber ist gut geschlagen. Fremde! Ich häute euch! Häuptling, gewährt mir die Ehre des Vortritts. Nun gut. Jetzt müssen wir rüber. Ja. Hopper, bibab, hopper. Ich will das. Ich will das. Jetzt du, Kleine. So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Ich kann sein Schild durchbrechen, wenn ich ihm Schaden zufüge. So, das ist meine Chance. Hey, da ist ein Kampfer. Ergib dich! Dann darf er nicht wegkommen. Eine ideale Position. Ich werde helfen. Dein Schild hat sich regeneriert. Und du hast... Schild unten. Er ist verwundbar. Hey, da. Gott, du bist... Ey, Leute, ich werde drin von Meridian. Ach, zieh jetzt da. Jetzt der Siegestanz gemacht. Na komm! Trau dich runter und stell dich! Nein! Das war ein ehrenhafter Kampf. Ich werde dich verschonen. Männer! Seid stolz auf euch! Heute habt ihr die Marschälle dezimiert. Die Kaja besiegt. Unser Krieg gegen Hekaro beginnt. Ja! Abmarsch!
Ja, aber der hat viele Leute verloren. Viele Leute. Die sehen wir noch. Die sehen wir noch. Vor allem, warum können die auf Maschinen reiten? Schaff ihn ins Lager. Los! Wirst du es schaffen? Du ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Dann bleibt mir wohl nur Erend. Vorerst. Los, komm. Ich bring dich zur Festung. Schlachtfeld kann ich es nicht gehen. Dort ist so viel Zeug gelegen. Lasst uns plündern, Jungs. Nein, nicht vor mir. Cool, das wollte ich dann probieren. Aloy. Wir orientieren uns gerade. Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das sehe ich auch so. Die Marschälle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Kaja-Delegation wurde getötet. Mosar, Wadis, Faschaf. Ein Massaker. Was hast du jetzt vor? Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer. Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenak-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg vor dir. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Das wahre Reich der Tenakt liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenak-Gebiet? All das da draußen? Das ist niemands Land. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch diese Regala ignoriert das wohl. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen ritten Dornrücken. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Kaja und Osseram durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden. Du könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Langhals ist schon immer gut. Es gibt da einen, bei der Utaru-Grenze. Aber warum... Das ist schwer zu erklären. Damit gewinne ich einen Überblick. Wenn du meinst... Kann ich dir sonst noch etwas helfen, bevor du aufbrichst? Ja, aber die Diskussionen, die schauen wir im nächsten Part. Ich danke fürs Schauen, ich danke für den Support. Bis zum nächsten Mal und tschüss.